Emoționale rabela în meschen mit depresionen. Norat skirneristine der wenigen prominenten, die offendarüber spricht, lang unter depressionen gelitten zu haben. Nach dem Komiker Kölf Krömer seine Erkrankung öffentlich machte, dankt sie ihrem Kollegen mit einem emotionalen Posting via Instagram. Seite tu a 30 Jahren leidet Kölf Krömer, 46, an Depressionen, erfuhrge doch erst vor wenigen Jahren von seiner Krankheit. Sie gipfelte im vergangenen Jahr in einem Zusammenbruch im Supermarkt. Furacht woken liesig de Kabarettist neiner Klinik behandeln. Das Zuzugeben, sich so verletzlich zuzeigen, fällelet dem Familienvater sichtlich schwer. In seiner Sendung Käs Krömer spricht er mit Schriftsteller und Komiker Thorsten Stetter, 54. Erstmals öffentlich über dieses noch im mehr wie lesuses tabuisierte Thema. Damit will Käs Krömer jet saufrumen. Norat Skirner. Und ich weine. Das Thema zu enttabuisieren versucht auch Norat Skirner, 39, die in der Vergangenheit bereits offen über ihre Depressionen und ihren Weg aus der Krankheit gesprochen hat. So zeigt sie sich von der Sendung ihrer Kollegen höchst berührt. Thorsten Stetter und Kölf Krömer reden bei Käs Krömer über Depressionen und ich weine, mittlerweile ohne Depression. Danke auch beiden. Lauten die emotionalen Seelen der Schauspielerin auf Instagram, die sie mit domnișoarei roten Herzemojis versiecht. Da zutelt sie domnișoarei Bilder aus der Sendung, darunter ein bewegender Moment. Indem die beiden Comedians ihre von einer Glaskeibe getrennten Hände aneinander legten. Die Schauspielerin spricht Menschen mit Depressionen Mut zu. Norat Skirner machte anderen Betroffenen Mut machen. Mut, sich Hilfe zu holen. Ich weiß selbst noch sogar. Es klingt an manchen Tagen unüberwindlich, auch nur den kleinsten Schritt, oder einen Klick, geschweige den Anruf. So machen und man denkt, man ist der einzige Mensch, bei dem nichts helfen wird oder der den Versuch nicht wert ist. Erklärt die 39, schrige. Das ist nur der Filter im Kopf. Den kann man wegkriegen. Versucht's. Lasst euch helfen, es gibt richtig gute Leute dafür, ich seid nicht so allein, und ich rauch jetzt gerade vorhin. Es lohnt sich.
Verspric Xie. În april 2020, hată dietatort comisarin Uberi Renei Genen, Kempf Gegen die Krankheit berichtet. Heute gecht es sich gav. Und so hinterlst sie in ihrem aktuellen Posting ein München aus dem Lebendanach. Ist schön hier, schliet ich mutmachendes Posting und setzt darunter einige Links zu Stiftungen und Vereinen, die Hilfe bieten. Hilfen bei Depressionen. Erkennen Sie Basic Hasek in einer Depression? Beim überregionalen Krisentelefon unter 0800-110-111 wird schnell und anonym geholfen. Weiter fuhrende Informationen gibt es auch dem bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.